So, ich werde nachher etwas erzählen über das Erz, was wir hier in unserer Eisenerzgrube in Nothweiler im St. Anna-Stollen gefunden haben. Erz, Brauneisenstein im roten Sandstein. Das ist eigentlich eine völlig ungewöhnliche Sache. Das Erz ist hier entstanden, weil hier der tektonische Grabenbruch vor etwa 40, 45 Millionen Jahren entstanden ist. Und durch diesen Grabenbruch konnte flüssiges Erz hier in den Sandstein gelangen, also nachträglich, und dann solche Formen bilden, wie wir sie hier haben. Die Erzbrocken, wie ich sie hier habe, sind schon in keltischer Zeit, also vor über 2000 Jahren, hier über Tage geschürft worden. Und man konnte aus diesem Erz bereits schmiedbares Eisen gewinnen. Das waren die Kelten also bereits in der Lage dazu. Was wir hier im Stollen haben, das ist natürlich Arbeit unter Tage. Und das werden wir uns nachher ansehen.